Und ich möchte das jetzt wirklich einfach hier so roh wie möglich mit dir teilen, weil es um das Thema Mut geht, ganz fest um die Themen Scham und Angst und das im Zusammenhang mit der sogenannten Männerwunde. Ja, durfte nämlich die letzten Wochen ganz viel lernen, noch intensiver lernen, auf die Impulse von oben zu hören und ihnen wirklich einfach zu folgen, no matter what. Und deshalb finde ich es immer spannend, wenn ich wieder als Lehrer einen Menschen, einen Mann aus dem Middle East vorgesetzt bekomme. Gehen jetzt ab. Also es waren so die typischen Muster, die irgendwo gekickt haben, aber ich konnte mich dann sofort den Moment holen, das Gefühl, das Bedürfnis anschauen, das dann shiften, loslassen. Endlich.